Eines Nachts hatte Miffy einen Traum. Poppy Pig war klein und dick. Sie hatte ein rundes Gesicht, eine kleine runde Nase und zwei runde Augen. Poppy wohnte in einem kleinen roten Haus. Das Dach war grün und vor dem Fenster war ein Blumenkasten mit leuchtend gelben Blumen. Poppy goss sie jeden Tag. Eines Morgens stand Poppy früh auf und band ihre Schürze um. Draußen schien warm die Sonne und Poppy hatte viel zu tun. Das Haus musste mal wieder sauber gemacht werden. Als erstes fegte Poppy den Boden. Das tat sie am liebsten. Ihr Besen machte wisch, wisch, bis jede Ecke sauber war. Als nächstes wischte Poppy den Staub von den Möbeln. Sie staubte Tische und Stühle ab, Bücherregale und Fensterbänke.
Sie staubte sogar den großen Schrank ab. Dann machte Poppy ihr Lieblingsbild sauber. Bald schon war es wieder hell und glänzte so sehr, dass Poppy dachte, die Blumen sehen fast genauso aus wie die im Blumenkasten. Aber jetzt war der Staublappen so schmutzig, dass er gewaschen werden musste. Poppy füllte eine Schüssel mit Seifenwasser. Von dem Seifenschaum musste sie niesen. Hatschi! Tschi! Als der saubere Staublappen an der Wäscheleine zum Trocknen hing, sagte Poppy, jetzt ist alles erledigt. Das war ein anstrengender Tag. Aber der ganze Frühjahrsputz hatte Poppy sehr hungrig gemacht. In ihrem Garten wuchsen Kartoffeln, Äpfel, Kohl und Möhren. Was davon sollte sie essen? Oh, natürlich! Da fiel Poppy ein, dass sie gestern einen Bund Möhren geholt hatte, weil die so gut aussahen. Sie kochte sich die Möhren und es schmeckte sehr lecker. Essen wusch Poppy ihren Teller und ihre Gabel ab. Dann setzte sie sich in ihren bequemen Sessel. Wie schön es doch in einem sauberen Haus ist, dachte Poppy Pig. Ich habe mir wirklich eine Ruhepause verdient. Kaninchen wohnt nicht weit vom Meer. Eines Morgens nahm Herr Kaninchen Miffy mit zum Strand. Miffy stand sehr früh auf. Sie zog ihren gestreiften Strandanzug an. Schaut mich an, sagte sie. Ich fahre ans Meer. Hol Eimer und Schaufel. Und spring in den Wagen, sagte Herr Kaninchen. Ich werde dich fahren. Der Wagen holperte über Gras und Sand. Schon bald rief Miffy, ich kann das Meer sehen. Am Strand standen hübsche, gestreifte Zelte. Herr Kaninchen hielt vor einem rot-weißen Zelt an. Raus mit dir, sagte Herr Kaninchen. Miffy lief an das Zelt. Ganz allein zog sie ihre Badehose an. Dann nahm Miffy Eimer und Schaufel und baute eine Sandburg. Mit Türmen und einem Wassergraben. Sie machte einen Berg aus Sand. Sie machte ihn höher und höher. Sie füllte ihren Eimer mit bunten Muscheln. Die fand sie am Strand. Am besten aber gefiel Miffy das Meer. Sie paddelte,
dass es nur so spritzte. Wie schön es im Wasser war. Zeit nach Hause zu fahren, rief Herr Kaninchen. Miffy rannte hin und her, um trocken zu werden. Sie wollte noch gar nicht nach Hause fahren. Aber Herr Kaninchen setzte sie in den Karren und bumm, bumm fuhren sie los. Bald war Miffy fest eingeschlafen. Eines Morgens wachte Miffy sehr früh auf. Sie nahm ein Stück Seife und ihren weichen gelben Schwamm. Sie wusch sich von Kopf bis Fuß. Dann zog sich Miffy ihr allerschönstes Kleid an. Darauf waren weiße Gänseblümchen. Miffy gefiel sich sehr darin. "Guten Morgen, Miffy", riefen die Eltern fröhlich. "Auf, dass du noch viele Geburtstage feierst." Denn es war Miffys Geburtstag. Und ratet, was für Überraschungen auf sie warteten. Da war ein kleiner Stuhl, geschmückt mit Gänseblümchen, wie ihr Kleid. Neben Miffys Stuhl lagen drei Geschenke. "Sie sind wirklich für mich?", fragte Miffy. Sie war sehr aufgeregt. In den Geschenkpaketen waren eine Schere, eine glänzende rote Trillerpfeife und 4 Buntstifte. "Hurra!", rief Miffy. An diesem Nachmittag gab es eine Party für Miffy. Sie lud ihre beiden Freunde Poppy und Pooh zum Mittagessen ein. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag", sagten sie. Nach dem Essen spielten Miffy, Poppy und Pooh auf dem Rasenball. Miffy warf den Ball am höchsten von allen. Großvater und Großmutter Kaninchen kamen an diesem Abend zum Essen. Sie brachten auch ein Geschenk. Was konnte das sein? Es war ein kuscheliger, gelber Teddybär. Und der gehörte Miffy ganz allein. Miffy saß neben Großvater Kaninchen am Tisch. Und das ganze Essen über hielt sie den Bären fest. Als die Mutter sie ins Bett brachte, nahm Miffy ihren Bären mit. "Vielen Dank für meinen schönen Geburtstag", sagte Miffy.
Miffy fühlte sich überhaupt nicht wohl. Mein Hals tut mir weh, sagte sie. Oh, mein Liebling, sagte die Mutter. Ich gehe besser mit dir zum Arzt. Der Doktor untersuchte Miffy. Deine Mandeln müssen herausgeholt werden, sagte er. Du musst für eine Weile ins Krankenhaus. Miffy fing an zu weinen. Sie wollte nicht ganz alleine ins Krankenhaus gehen. Die Mutter ging mit Miffy nach Hause. Sie packten Miffys Schlafanzug und Zahnbürste in einen kleinen Koffer und fuhren in das Krankenhaus. Was für ein großes Gebäude, sagte Miffy. Wie soll ich da mein Bett finden? Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich fürchte mich. Hallo Miffy, rief die Krankenschwester. Es ist gut, dass du gekommen bist. Hab keine Angst. Und sie nahm Miffy bei der Hand. Sie war sehr freundlich. Die Krankenschwester half Miffy beim Ausziehen und brachte sie ins Bett. Dann gab sie Miffy eine Spritze. Es tat nur ein bisschen weh. Miffy war ziemlich überrascht. Dann wurde Miffy sehr müde. Bald schlief sie fest und träumte. Als Miffy aufwachte, fühlte sie sich ein bisschen komisch. Bald geht es dir besser, sagte die Krankenschwester. Und dann tut dir dein Hals nicht mehr weh. Es dauerte nicht lange und die Eltern kamen. Sie hatten ein Geschenk für Miffy. Ich frage mich, was es ist, dachte Miffy. Es war eine kleine Krankenschwesterpuppe. Es macht mir überhaupt nichts mehr aus, im Krankenhaus zu sein, glaube ich. Papi, Pig und viele mehr.